St. Pauli-Hamburger Millerntor gegen die Spielvereinigung Greuther Fürth. Die Gäste aus Franken mit dem besseren Beginn, aber nach 25 Minuten gab es Handelfmeter. Burkhardt, der Übeltäter, und Taki, der Schütze für St. Pauli, aber der vergab. Schießt am linken Pfosten vorbei in der 25. Spielminute. Richtig gute Gelegenheit zur Führung für die Gastgeber. Die 45. Minute, immer noch nicht Pause. Die Franken durch Lanig mit dem 1:0. Quasi mit dem Pausenpfiff. St. Pauli im zweiten Durchgang mit einer Wut im Bauch. Die 58. Minute, Eckball für die Gastgeber. Und René Schnitzler am langen Pfosten mit dem 1:1. Ausgleich. Alles wieder offen am Millerntor. Kurz vor Schluss gab es dann noch Gelb-Rot gegen den Greuther Fürther Biliskow. Der drischt den Ball auf die Tribüne. Endstand St. Pauli gegen Greuther Fürth 1:1.